Der erste Blick auf den großen Aletschgletscher. Da oben ist noch ziemlich sumpfig. Eckisorn da oben. Das Eckisorn da oben und mit der Seilbahn kann man bis da fahren. Da hinten ist der Merielensee, da in dieser Lücke. Der verschwindet ab und zu. Ja, und dass noch der Rest, was vom Gletscher übrig geblieben ist. Und wir werden jetzt dann hier nach dem Mittagessen auf diese Seite absteigen und da alles nach vorne wandern. Da hinten, in diesem Gebiet hier, ist unterhalb der Wanderweg gesperrt. Da muss man, so viel ich jetzt weiß, da hier irgendwie oben durch. Weil da ist der ganze Berg am Abrutschen. Da hier drüben, wo man diesen Rand sieht, dort
kam früher der Gletscher hin. Also er war so hoch. Oh, das reizt mich jetzt, da unten eine Gletschertour noch zu machen. Aber ich bin auch sonst zufrieden. Es ist ein schöner Tag. Da muss ich jetzt doch einfach noch was dazu sagen. Es ist wieder so eine schöne Gegend da oben. Es ist traumhaft schön. Übrigens, ich bin heute mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen unterwegs oben in dieser prachtvollen Alpenwelt. Am Aletschgletscher. Das ist interessant dadurch. Da hinten kommt auch noch ein Gletscher nach vorne. Aber da kann ich jetzt im Moment nicht sagen, was das für einer ist. Und unser Wanderweg geht hier weiter. Sehr, sehr romantisch. Ja, jetzt sind wir alles da am Hang entlang gekommen. Und jetzt verschwinden wir dann langsam schon vorne im Aletschwald, der kommt schon bald. Thank you.
Das hier ist jetzt der bekannte Aletschwald. Der besteht hauptsächlich aus Arvenholz. Es ist ein Naturparadies. Das ist jetzt das Etappenziel von heute, die Riederalp. Und da fahren wir jetzt dann mit der Sesselbahn runter ins Tal. Ein Abstieg, ja, könnte man auch machen, aber das wäre dann doch noch ziemlich weit, bis man da ganz unten ist. Und die Bergwelt. Oh, ist das einfach schön da oben. Dort hinten ist auch ein großes Rutschgebiet hier. Da kommt auch etliches Material runter. Gut,
machen wir uns noch auf den letzten Abstieg. Ich möchte euch auch noch danken und auch meinen Mitwanderinnen und Mitwanderern, dass sie mich begleitet hat auf dieser schönen Wanderung. Ging doch auch noch ziemlich aufwärts. Und jetzt auch noch ziemlich abwärts. Wobei der Abstieg war jetzt nicht so schlimm. Ja,